Für günstige und sichere FIFA Points und Coins checkt meinen Sponsor Golda ab. Codename Supersteif und erhaltet 3% Rabatt. Und jetzt geht's ab zum Video. An die smarteste Community auf YouTube ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und ich möchte mich erstmal ganz, ganz recht herzlich bedanken für eure Glückwünsche zu meinem Geburtstag. Denn, wie ihr es vielleicht mitbekommen habt, gestern kam ja das kleine Geburtstagsspecial Part 1 gegen die Free Kickers. Da haben wir eine kleine Fußball-Challenge gemacht. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, könnt ihr es unbedingt abchecken. Ist echt gut geworden, habe mich echt lange hingesetzt für den Schnitt. Und jetzt habt ihr endlich das, was ihr noch immer sehen wollt. Und zwar Trading-Tipps. Es wird jetzt in den nächsten Tagen 5 bis 6 Trading-Tipps kommen. Unter anderem jetzt zum African Cup, zum anderen zum Totti. Weiter geht's dann mit dem Player of the Month. Das wird heute Abend zum Beispiel kommen, der erste Part. Denn es gibt ja wieder mehrere Spieler zur Auswahl. Ich möchte euch in 3 Episoden oder in 3 Videos eben zeigen, mit was für Spielern oder mit welchen Teams ihr am besten auf die bestimmten Spieler eben investieren könnt. Ich hoffe natürlich, euch gefällt das. Wenn ja, gebt gerne einen Daumen nach oben schon mal für die Trading-Tipps, die endlich wieder zurück sind. Und ich denke, das sind auch sehr, sehr viele von euch endlich wieder entspannter unter den Kommentaren. Und deswegen fangen wir direkt an. Wer es noch nicht gemacht hat, Instagram, Twitter, meine Social-Media-Links sind natürlich alle unten in der Beschreibung verlinkt. Für günstige Coins und irgendwelche FIFA-Points könnt ihr gerne bei meinem Sponsor Golda abchecken. Müsst ihr nicht, unten in der Beschreibung aber verlinkt, wenn ihr Bock habt. Sehr, sehr gerne, würde ich mich freuen. Jetzt gehen wir aber rein, Africa Cup. Ich sag mir so, wie kann man denn am besten investieren, ohne dass man wirklich viel Verlust macht? Deswegen habe ich natürlich erstmal geguckt, Africa Cup, welche Mannschaften sind mit dabei, und ihr bekommt jetzt natürlich auch im Hintergrund noch ein Bild aufgelistet, denn der Africa Cup beginnt am 14. Januar. Heißt sozusagen, wir machen das eine Woche vorher, damit ihr natürlich auch noch ein bisschen mehr Zeit habt, bevor die Spieler wirklich richtig extrem ansteigen, dass ihr noch ein Stück weit investieren könnt. Wir fangen direkt mal an, wer ist denn so dabei? Gabun, Burkina Faso, Guinea, Bissau, Kamerun, Algerien, Tunesien, Zimbabwe, Senegal, die Elfenbeinküste, die Demokratische Republik Kongo, Togo, Marokko, Ghana, Mali, Uganda und Ägypten. Das sind die Spiele, das sind die Teams, die Mannschaften, die Länder, die eben mit beim African Cup mit dabei sind. Das bedeutet, wir müssen uns natürlich nur auf diese Länder spezialisieren, denn die anderen sind nicht mit dabei, werden wahrscheinlich auch nicht so unbedingt gebraucht, außer vielleicht einfach so mal, dass vielleicht dann doch ein Stück weit was ansteigt. Aber ich habe gesagt, no risking trading method heißt sozusagen, entweder wir holen uns Non-Ware-Spieler für 400 und wir erbieten sie sogar für 300 bis 350. Seltene Spieler dann für 600 bis 650. Aber wir haben erstmal geguckt, oder ich habe erstmal geguckt, in welche Spieler kann man denn investieren. Wie sieht das Ganze so aus? Deswegen gehen wir direkt mal rein auf die Konsole. Und ihr seht, ich habe erstmal nichts mit erbieten gemacht. Ich habe alles erstmal sofort gekauft. Denn ich bin mir relativ sicher, dass auch Squad-Builder-Challenges zum African Cup auf jeden Fall kommen werden. Sei es irgendwelche Player of the Month oder beziehungsweise Player of the Tournament, also POTT und. Deswegen habe ich mir gesagt, wer die Münzen zum Beispiel jetzt nicht hat, um jetzt Spieler für 400, wie ihr seht, für 400 einfach sofort zu kaufen, dann wirklich erbietet sie für 300 bis 350, dann habt ihr natürlich noch weniger Coinsverluste als so. Wer sich's leisten kann, ich meine, ihr könnt jetzt zum Beispiel diesen für 300 abstoßen, 400 haben wir bezahlt, sind 100 Münzen Verlust, ist jetzt nicht die Welt. Bei 100 Spielern wären das 10k. Wer die 10k auf jeden Fall übrig hat und sagt sich, ja, die kann man ruhig mal investieren und den Verlust nehme ich gerne hin, kann natürlich auch die Spieler für 400 kaufen, ist natürlich nicht so aufwendig, wie wenn ihr sie dann doch für 300 erbietet. Aber wir gehen direkt mal rein. Wie ihr seht, ich habe eine komplette Auswahl. Ich habe alle Mannschaften, bin ich immer wieder durchgegangen, habe eben geguckt, was kosten die. Also einfach maximal 400, und wenn dann welche auf dem Markt waren, zum Beispiel, gucken wir jetzt mal hier bei Ägypten, gibt es gerade einen, zack, wird er sich eben geholt, einfach so, ganz easy. Und das mache ich eben mit jeder Nation immer wieder durch, immer mal so am Tag, 2-3 Mal maximal, und da findet sich immer was, definitiv, weil die Spieler oder viele Spieler noch nicht so weit denken. Jetzt kommt das Totti, deswegen spezialisieren sich sehr, sehr viele auf das Totti, dazu kommt der Player of the Month noch dazu von EA, deswegen ist vielleicht der African Cup jetzt so die Lösung, wo man vielleicht sogar am besten investieren kann. Aber wir können ja trotzdem nochmal weiter gucken. Wir gehen zum Beispiel jetzt mal auf Tunesien, ob wir da irgendwas finden. Tunesien gibt es zum Beispiel gerade nicht, deswegen gehen wir weiter auf S, und S zum Beispiel Senegal ist, glaube ich, mit dabei, genau. Und wie ihr seht, da haben wir schon mal ein paar mehr. Deswegen können wir zum Beispiel hier erstmal investieren, einfach mal die verschiedensten Spieler, und die, die ich eben noch nicht im Verein habe, die füge ich erstmal einfach hinzu, dass wir da einfach nochmal ein paar mehr Spieler haben, das ist ganz klar. Hier sehen wir, sieht eigentlich ganz gut aus, sonst brauchen wir eigentlich erstmal nichts mitnehmen, den können wir vielleicht nochmal mitnehmen, zack. Hauen wir natürlich auch mit auf unsere Transferliste. Jetzt gucken wir mal, haben wir jemanden nicht, siehst du, sieht das so aus, Sané haben wir hier von Werder Bremen.
Den packen wir sozusagen mit in den Verein. Den Rest packen wir alles auf die Transferliste. Da haben wir mittlerweile 56 Spieler. Und sonst ist das eigentlich nichts weiter als wirklich nur suchen und einfach sofort kaufen. Wir können es natürlich auch mit Silberspielern machen, weil Silberspieler werden natürlich auch gefragt werden. Hier seht ihr gerade, es sind drei auf dem Markt, die werde ich alle mal mitnehmen. Vielleicht haben wir Glück und die braucht man wirklich, weil Silberspieler, wenn ihr wirklich nachdenkt, steigen wirklich am meisten an von den ganzen anderen Sachen. Die packen wir natürlich auch alle mit in den Verein. Den haben wir als Duplikat, den packen wir auf die Transferliste. Deswegen einfach mal ganz entspannt. Ihr braucht da wirklich nicht viel Zeit. Ihr braucht da nichts irgendwelches Können oder sonst was. Wir können einfach ganz entspannt jetzt mal Algerien gucken. Gibt es einen für 200? Hier gibt es gerade zwei. Nehmen wir natürlich auch gleich noch mit, weil das sind wirklich wenig Coins. Ich habe jetzt insgesamt, wie habe ich denn jetzt investiert? Ich glaube 30.000 maximal. Und ihr bekommt sozusagen eine Garantie, dass ihr wirklich relativ viel Profit machen könnt. Wenn ihr Verlust macht, dann ist es nicht viel. Deswegen kann ich euch das auf jeden Fall ans Herz legen. Wir können mal weiter gucken, ob es jetzt noch irgendwas bei der Elfenbeinküste gibt. Hier gibt es auch noch Spieler für 200. Nehmen wir mal den mit. Den können wir auch mitnehmen. Einfach alles mitnehmen, was geht. 200 Münzen sind 200 Münzen. Das sind nicht unbedingt viel. Wenn wir die abstoßen, machen wir eben auch nur in Anführungsstrichen 100 Verlust. Deswegen passt das. Die können wir alle zum Beispiel auch mit in den Verein tun. Deswegen, wenn ihr wirklich Spieler noch nicht habt, tut sie wirklich in den Verein. Das bedeutet einfach nur, dass ihr einfach mehr Spieler habt, die ihr dann auf die Transferliste packen könnt. Und ihr könnt auf jeden Fall dadurch auch mehr Profit machen. Das ist ganz klar. Jetzt gucken wir nochmal ganz schnell bei Guinea-Bissau, ob es da einen gibt. Wahrscheinlich nicht. So habe ich mir das schon gedacht. Dann gucken wir mal bei Ghana. Gibt es auch noch welche für 200? Genau einen. Den nehmen wir auch noch gerne mit. Und das war es eigentlich schon von dieser Trading-Methode. Also ihr müsst sozusagen gucken, am besten, hier kommt gerade einer drauf, den nehmen wir auch noch mit. Oh, schade, der ist abgelaufen. Bitter, bitter, die Pille. Ihr müsst sozusagen immer mal beobachten. Ich packe euch natürlich einen Link zum Spielplan etc. alles unten in die Beschreibung. Da könnt ihr immer mal gucken, wie sieht es so aus beim African Cup. Wenn es jetzt einfach so ist, dass zum Beispiel die Gruppenphase vorbei ist, da fliegen ja natürlich auch Mannschaften raus, dann spezialisiert euch dann wirklich, wenn es zum Beispiel zum Viertelfinale, Halbfinale und so weiter geht, wirklich nur auf die Mannschaften, die eben gerade weitergekommen sind. Das ist, denke ich mal, das Sinnvollste. Und sonst müsst ihr eigentlich nichts weiter machen, außer immer mal auf den, auf den Markt schauen. Was gibt's so? 400 Münzen maximal bei Goldspielern, 200 Münzen maximal bei Silberspielern. Einfach kaufen, die ihr habt. Könnt ihr in den Verein, könnt ihr auf die Transferliste eben hinzufügen, die ihr noch nicht habt. Einfach in den Verein, um am meisten Profit mit auszuschlagen. Ich denke, das ist relativ easy. Ich denke, das könnt ihr, denke ich mal, ganz gut hinbekommen. Ihr könnt mir gerne schreiben, wie ihr vielleicht am besten tradet. Vielleicht holt ihr euch noch ein paar Infos. Ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt was gibt. Ja. Müssen wir mal gucken, ne? Von Ghana zum Beispiel nicht, da können wir nochmal ganz schnell reingucken. Algerien gibt es, glaube ich, ja, da gibt es auf jeden Fall eine Special-Karte mit Budeboos und Bentaleb. Aber müsste man mal gucken, Mares gibt es natürlich auch noch, aber der ist ein Stück weit zu teuer. Da müsst ihr mal gucken, vielleicht gibt es da irgendeinen Abschlussinfo, den ihr euch vielleicht leisten könnt. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, um wirklich viele Profit zu machen. Hier haben wir noch Abdenur drin, ne? Hier haben wir noch einen Silberinform, linker Flügel, Ben Kalfala. Haben wir noch für maximal 14.000 Münzen. Aber da müsst ihr einfach mal gucken, einfach Übersicht behalten. Ihr könnt mir gerne noch andere Tipps für den African Cup gerne unten in die Kommentare schreiben, wenn euch das Video gefällt. Gebt gerne einen Daumen nach oben, Hashtag Supersteif unten in die Kommentare. Heute Abend kommt das erste Video zum Player of the Month. Morgen kommt dann das zweite Video zum Player of the Month und zum Totti Trading Tipps. Und dann gucken wir mal immer weiter. Ich hoffe natürlich, ihr versteht den Ablaufplan jetzt ein bisschen. Es geht wieder richtig los. Ich bin heiß. Immer smart und sexy bleiben. Ich bin raus. Euer Chris und ciao.